Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vorschau auf den Monat Juli. Und zwar frage ich nach den Energien für unsere Seelenpartnerschaften. Meine Lieben, vielleicht habt ihr den ersten Teil schon gesehen, das hoffe ich sehr, denn ich war im ersten Teil wirklich sehr berührt und überrascht über die gefallenen Karten. Also das war schon wirklich eine Hammerlegung. Ich habe ja die Seelengefährten-Readings jetzt wirklich zum ersten Mal live herausgemischt. Und das werde ich natürlich jetzt hier im zweiten Teil auch machen. Und wir dürfen gespannt sein, was sich zeigt für dich oder für deinen Seelenpartner. Das kommt jetzt ganz darauf an. Wenn du jetzt für deinen Seelengefährten oder deine Seelengefährtin schaust, dann kann es sein, dass er oder sie sich zumindest zur aktuellen Zeit, ja, noch hinter einer dicken Mauer versteckt, vielleicht aus Angst oder auch aus Verpflichtungen in seinem, ihrem aktuellen Leben, sich noch nicht für diese Verbindung in einer gelebten Beziehung entscheiden kann. Ja, dann wollen wir mal schauen, welche Energien hier im Juli bevorstehen. Natürlich jetzt auch ein bisschen im Hinblick darauf, was uns der erste Teil schon gezeigt hat, dass es eventuell zu einem Weckruf kommen kann, wenn du dich zurückziehst. Ja, es kann aber auch sein, dass du dir dieses Video anschaust, weil du selber spürst, dass du im Moment nicht wirklich bereit bist, dein Herz zu öffnen. Vielleicht hast du eine schmerzliche Erfahrung in der Liebe gemacht oder aber du bist schon durch einen Seelenpartnerprozess gegangen, hast losgelassen, bist jetzt eigentlich bereit für Neues, aber merkst, irgendetwas hält dich zurück, irgendetwas blockiert dich, ja. Also es könnte auch durchaus sein, dass beide Videos, Teil 1 und Teil 2, wertvolle Botschaften für dich bereithalten. Deswegen spreche ich auch hier dich selber direkt persönlich an. Ja, meine Lieben, wie immer bei den allgemeinen Readings, spürt in euch hinein, ja, was stimmig ist, was sich gut anfühlt für euch, ja, wo ihr sozusagen innerlich immer wieder nicken müsst. Das ist dann auch eine entscheidende Botschaft für dich, wenn du dagegen spürst, das ist nicht ganz mein Thema oder damit gehe ich nicht in Resonanz, dann ist das nicht schlimm. Da kann dann ein persönliches Reading speziell auf deine Seelenpartnerschaft zugeschnitten Abhilfe schaffen. Dann kannst du das gerne bei mir anfragen. Ich habe die Karten bereits neu gemischt. Ja, ich frage jetzt nach den Energien für den Monat Juli hier für die Menschen, die so ein bisschen eher im Verstand zu Hause sind, ja, das Herz beschützen oder vielleicht auch Angst vor der Liebe haben. Ach du liebes bisschen, eine erste Karte. Ich fange kaum an zu mischen. Ihr seht es selbst. Da fällt der Page der Stäbe und die Kraft. Ja. Was sagt uns diese Hauptenergie? Der Page der Stäbe geht los. Es könnte also tatsächlich sein, dass im Juli etwas geschieht, ja, was dich in deine Kraft katapultiert, aus einer Situation herauszugehen, die dir vielleicht in den letzten Wochen als stagnativ erschien. Vielleicht hast du so das Gefühl gehabt, das ist so eine Situation, da weiß ich ganz genau, so kann es nicht bleiben, aber du hattest auch noch nicht so richtig die Ahnung, wie sollst du das ändern. Und da könnte jetzt tatsächlich im Juli ein Kraftschub kommen. Aber ihr habt ja gesehen, die beiden Karten wollten gleichzeitig sich zeigen. Die eine hat sich umgedreht, die andere ist rausgesprungen. Und deswegen bitte ich jetzt noch um eine Klärungskarte, denn diese Legeform ist angelehnt an das keltische Kreuz, ja, also nicht ganz, ich model die immer ein bisschen um auf meine eigene Intuition, wie ich am besten mit den Positionen zurechtkomme, aber es ist grundsätzlich so, dass wir hier eine Hauptenergie und eine Klärungskarte haben und deswegen bitte ich noch um eine Klärungskarte. Jawohl, die Herrscherin. Also meine Lieben, wenn du jetzt als Frau zuschaust und hast selber das Gefühl, du kannst dich noch nicht so wirklich aus einer Stagnation befreien, du hast vielleicht eine schmerzliche Erfahrung in der Liebe gemacht und es fiel dir in der letzten Zeit nicht leicht, dein Herz zu öffnen, dann darfst du dich jetzt als Herrscherin betrachten und du wirst im Monat Juli in deine Kraft hineinwachsen und deine Ängste abbauen können. Ja, denn wir dürfen nicht vergessen, hier auf der Kraftkarte zähmt diese Frau den Löwen und der Löwe steht symbolisch im Tarot hier für die Angst. Also, wenn du vielleicht bisher Angst hattest,
dich wieder auf Neues einzulassen, vielleicht auch auf einen neuen Partner, ja, dann sagt dir die Herrscherin hier nur Mut, ja, denn der Page der Stäbe ist auch einer, der geht mutig voran. Wenn du jetzt allerdings für deinen Seelenpartner schaust, dann könnte es auch sehr, sehr stimmig zu deinem ersten Reading sein, ja, dass nämlich du dich in die Energie der Herrscherin hinein entwickelst im Juli. Das würde sehr, sehr gut zum ersten Teil passen und dadurch deinem Seelenpartner hilfst, in seine Kraft zu kommen und seinen Ängsten ins Gesicht zu blicken, sodass auch er sich dann auf einen neuen Weg machen kann. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr stimmig hier mit diesen drei Karten. Ich frage jetzt mal, aus welcher Vergangenheit kommst du? Aus dem Monat Juni. Na, jetzt sind die Karten springfreudig. Die neun Münzen und oh, wow, also meine Lieben, ja, ihr seht es, ich lege es live. Die Königin der Münzen, die lag ja vorhin im Teil 1 in der Hauptenergie. Die fiel als erste Karte. Okay, ich habe wieder zwei Botschaften. Wenn du für deinen Seelenpartner schaust, dann hat der schon gemerkt im Juni, dass du dich in deine Kraft hinein entwickelst, dass du dein Leben wieder beginnst zu genießen. Schaut mal, wie wunderschön ist das denn, die Königin der Münzen und die neun Münzen. Meine absolute Lieblingskarte im Tarot, tut mir leid, wenn ihr es schon wisst, ich wiederhole es immer wieder, weil ich das als eine der wichtigsten Karten im Deck empfinde. Das ist eine Frau, die hat sich vom Teufel befreit. Ja, in Teil 1 hattet ihr den Teufel in der Legung. Da war noch ein bisschen die Angst zu spüren. Schafft ihr es, sich auch wirklich in diesem Seelenpartnerprozess dessen bewusst zu sein? Meine Hauptaufgabe ist es, mich aus einer Abhängigkeitsbeziehung zu lösen. Ja, also wenn du jetzt für deinen Seelenpartner schaust, dann zeigt diese beiden Karten an, dass ihm schon sehr bewusst geworden ist in der letzten Zeit, du bist dabei, dich in deine Freiheit zu entwickeln. Wenn du jetzt als Frau schaust, ja, und oder auch als Mann und hast das Gefühl, im Moment ist mein Herz noch verschlossen, dann bist du aber schon auf einem sehr guten Weg. Was ich hier wahrnehme, ist, dass du dich vielleicht im Monat Juni vor allem auf deine materielle, finanzielle Situation, vielleicht auch auf die berufliche Situation konzentriert hast. Ja, also so ein bisschen, ich möchte fast sagen, das Herz ausgeschaltet hast und selbst so ein bisschen im Verstand warst. Ja, aber da könnten auch Ängste natürlich eine Rolle spielen, denn alle Verletzungen, ja, die wir erleiden in einer zwischenmenschlichen Beziehung, prägen uns ja auch für unsere Zukunft. Das heißt, wenn wir dann vor der Wahl stehen, ja, nehmen wir an, wir lernen jemand Neues kennen und stehen vor der Wahl, soll ich mich einlassen, ja, oder ist es vielleicht doch besser, ich flüchte wieder, dann ist es oftmals so, dass wir lieber einen Schritt zurücktreten und sagen, oh Gott, bevor ich jetzt wieder verletzt werde oder bevor wieder etwas Kompliziertes in mein Leben kommt, bleibe ich lieber erstmal in dieser Energie. Ja, nämlich konzentriere mich auf meine Lebensbereiche jenseits der Liebe, versuche mein Leben so erfüllt wie möglich zu gestalten und genieße auch erstmal meine Unabhängigkeit. Ja, vielleicht möchtest du ja auch gar keine neue Beziehung, sondern du schaust dieses Video an, weil du dir vorstellen kannst, dass es hilfreiche Impulse für dich enthält, um wieder in deine eigene Kraft und Stabilität zu finden, in dein eigenes inneres Zuhause und dein damit verbundenes Selbstwertgefühl. Also dann liegen die Energien mit dieser Hauptenergie sehr, sehr, sehr gut für den Monat Juli. Ja, wir schauen jetzt mal, was ist dir vielleicht denn gar nicht bewusst? Was möchte aus deinem Unterbewusstsein hervorkommen? Was ist dir vielleicht nicht bewusst? Ja, oh meine Lieben, wie stimmig, ja. Dir ist vielleicht nicht bewusst, dass dein Herz tatsächlich noch diese Verletzung spürt. Also vor allem stimmig dürfte das für dich jetzt sein, wenn du wirklich Angst davor hast, einen Schritt in die Herzöffnung zu wagen, ja, weil du befürchtest, die Kontrolle über deine Gefühle zu verlieren,
damit verbunden auch vielleicht Schritte aus deiner Komfortzone heraus tun musst. Und möglicherweise ist diese Karte auch schon ein Signal dafür, dass, wenn du jetzt für deinen Seelenpartner guckst, ja, dass dein Loslassen, dein Weitergehen, so wie wir es im ersten Teil gehört haben, einen großen Schmerz auslöst in ihm. Ja, denn die drei Schwerter stehen für eine schmerzliche Erkenntnis. Vielleicht ist ihm oder ihr noch gar nicht bewusst, was dein Hineinfinden in die Energie einer Herrscherin tatsächlich für ihn oder sie bedeutet, nämlich, dass du nicht mehr wartest. Ja, also das ist sehr, sehr deutlich spürbar jetzt, gerade sehr passend, wenn du für deinen Seelenpartner dieses Video anschaust, dass wirklich du im Juli Kraft bekommst, Mut bekommst, ja, dich auf deinen eigenen Weg zu machen, das Kapitel mal für dich zu schließen, zu sagen, ich manifestiere jetzt meinen eigenen Neubeginn. Und das kann sehr schmerzlich für ihn hier sein. Vielleicht verdrängt er das noch, ja. Wir hatten ja im ersten Teil hier diese drei Könige mit den 8 Schwertern. Ja, vielleicht versucht er das noch so ein bisschen wie dieser Münzkönig, der als erstes fiel, das gemeinhin oftmals macht, wegzudrücken. Aber die Seele fühlt diesen Schmerz. Ja, und wie gesagt, wenn du selbst für dich schaust, weil du dein eigenes Herz vielleicht nicht in der Art und Weise öffnen kannst, wie du es dir wünschen würdest, dann könnte im Juli hier sehr viel Heilungskraft einfließen. Schon dieser Neumond im Krebs jetzt, der gestern stattfand, ja, brachte sehr viel Heilungspotenzial ins Kollektiv und das könnte jetzt im Juli auch noch dazu führen, dass Wunden, die wir im Herzen tragen, zur Heilung kommen dürfen und es uns dann wieder ermöglichen, uns zu öffnen. Ja, die Herzen möchten sich wieder öffnen. Ja, wir fragen jetzt mal, was kommt eventuell im Außen auf dich zu? Ja, Wahnsinn, der Magier, auch eine Karte, die in Teil 1 schon gefallen ist. Also ihr seht, sehr, sehr, sehr stimmig. Das ist genau dieser Neubeginn. Ich hatte das Video ja sogar so betitelt, dein Neubeginn löst in deinem Gegenüber eventuell einen Turm aus. Ja, das ist genau der Neubeginn, der jetzt im Außen stattfindet. Wenn du für deinen Seelenpartner schaust, ja, könnte es ihm sehr bewusst werden, dass du dich auf einen neuen Weg begibst. Ja, so nehme ich das hier wahr. Natürlich wäre damit auch für ihn oder sie die Chance auf einen Neubeginn verbunden. Aber ich habe das Gefühl, dass es im Juli dann eher darum geht, erstmal sich überhaupt dieses Schmerzes bewusst zu werden. Viele Menschen werden sich im Moment überhaupt erst im Klaren darüber, dass es sich bei einer bestimmten Beziehung um eine Seelenverbindung handelt. Ja, wir haben in dem Jahr 2022 enorme Bewegung im Kollektiv der Seelenpaare. Die geistige Welt arbeitet mit Hochdruck daran, hochschwingende Seelenverbindungen in gelebte Beziehungen zu bringen. Aber ich betone hochschwingende. Ja, viele Karma-Partner, ja, die auch manche Menschen als ihre Dualseele oder Zwillingsseele betrachteten, dürfen sich jetzt aus unserem Leben verabschieden. Ja, weil wir einfach die Aufgabe, die sie uns gebracht haben, erledigt haben. Und dann können wir auch weitergehen und unseren eigenen Neubeginn manifestieren. Also hier liegt im Außen, ja, dieser Neubeginn. Wenn du jetzt für dich schaust, weil es dir schwer fällt, dann könnte es tatsächlich sein, dass du jemanden Neuen kennenlernst. Ja, wenn du im Moment Schwierigkeiten spürst, dich wieder zu öffnen, da liegt ein Neubeginn, würde ja auch sehr gut passen zu der Energie. Ja, was ich auch gerade gesagt habe, vielleicht hast du einen karmischen Seelenpartnerprozess hinter dich gebracht und begegnest jetzt einer anders gearteten Seelenverbindung. Denn wir dürfen nicht vergessen, meine Lieben, wir haben mehrere Seelenpartner, denen wir in einer Inkarnation begegnen können. Ja, es gibt nicht den einen Seelenpartner. Ja, ich habe in vielen Channelings erfahren dürfen, dass wir oftmals einer Seelenfamilie angehören, die sehr viele Seelen umfasst. Und wir begegnen den Menschen, die auch zu dieser Familie gehören, in verschiedenen Inkarnationen, auch oft in ganz unterschiedlichen Konstellationen, um uns Themen ins Leben zu bringen, die wir bearbeiten dürfen.
Und viele Menschen, die jetzt, wie ich es gerade schon sagte, mit einem Karma-Partner abgeschlossen haben, weil sie die Aufgabe erkannten und gelöst haben, die dieser Mensch ins Leben bringt, begegnen jetzt, und da ist dieses Jahr auch prädestiniert dafür, anderen Menschen, die sie ebenfalls als Seelenpartner erkennen. Ja, du weißt ja, wie sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, man kennt diesen Menschen schon sehr lange. Nur der Unterschied ist, dass es sich dann oft um Seelen handelt, die ebenfalls schon durch einen Prozess gegangen sind, der sie in eine hohe Schwingungsfrequenz katapultiert hat. Ja, deswegen spreche ich immer von diesen Beziehungen auf Augenhöhe. Ja, ich habe da so die zwei Kelche im Kopf als Tarotkarte. Das sind dann Beziehungen, die auch sehr glücklich verlaufen, ohne großes Drama. Da geht es leicht, ja, weil beide bereits ihren eigenen Kelch mit Selbstliebe gefüllt haben. Das heißt, sie sind nicht darauf angewiesen, aus dem Kelch des anderen zu trinken. Denn gerade in den niedrig schwingenden, oftmals karmischen Seelenverbindungen, ja, geht es eben nicht leicht. Da geht es immer schwer, da gibt es immer Drama, da gibt es hin und her. Ja, du spürst, dass du energetisch ausgelaugt bist von dieser Beziehung. Hast das Gefühl, es gibt immer wieder energetische Angriffe. Ja, aber hier habe ich das Gefühl, dass es sich um etwas sehr Hochschwingendes handelt. Was sind denn deine Ängste oder Hoffnungen? Was sind deine Ängste? Jetzt fällt auch noch der Münzkönig. Meine Lieben, es ist wirklich unfassbar, ja. Also, das ist... Das ist jetzt schon der Wahnsinn. Also ich habe ja beim ersten Reading schon gedacht, wow, das war mal eine gute Idee, hier live zu legen. Aber das schlägt jetzt fast den Boden aus. Jetzt liegt hier der Münzkönig, ja? Für deine Ängste oder Hoffnungen. Ich muss es jetzt wieder ein bisschen aufteilen. Wenn du für deinen Seelenpartner schaust, ja, dann habe ich das Gefühl, er hat Angst davor, sein Herz nicht öffnen zu können, so wie er es eigentlich auf Seelenebene gerne tun möchte. Da lagen die drei Schwerter für eine schmerzliche Erkenntnis. Da fällt er deshalb, ja, der lag ja vorhin in Teil 1 hier unten, weil er sehr im Kopf noch ist. Ja, und ich glaube, er hat ein bisschen Angst davor, vielleicht seine Komfortzone zu verlassen, sich seinen Ängsten zu stellen. Es könnte auch sein, dass er noch in einer anderen Beziehung ist und dann hat er Angst davor, hier vielleicht jemanden zu verletzen. Vielleicht sind auch finanzielle, materielle Verstrickungen vorhanden oder es sind Kinder da, ja, wo er sagt, oh, ich kann doch nicht jetzt aus der Familie raus. Ja? Also das nehme ich fast ein bisschen so als die Angst wahr. Wenn du für dich selbst schaust, dann glaube ich, hast du Angst davor, wieder an so einen Art Münzkönig zu geraten. Vielleicht hast du eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem Münzkönig. Das muss nicht unbedingt ein Erdzeichen sein, wäre natürlich jetzt sehr stimmig, wenn es sich dabei um einen Stier, einen Steinbock oder eine Jungfrau handelt. Aber der Münzkönig steht energetisch einfach für einen Kopfmenschen. Vielleicht hast du eine karmische Seelenpartnerschaft hinter dich gebracht, ja, und da war dieser Mensch aus welchen Gründen auch immer nicht fähig, eine Entscheidung für dich, für eine gelebte Beziehung, ja, für das Zulassen dieser Liebe und bereit. Und du hast jetzt so ein bisschen Angst davor, ja, dass du vielleicht an jemanden gerätst, der wieder so sein könnte. Aber ich nehme hier auch wahr, dass du eventuell eine Erfahrung gemacht hast, die sehr unstabil war, dass du aus so einer On-Off-Geschichte kommst, dass du vielleicht von jemandem nicht wertschätzend behandelt wurdest oder dass jemand dich immer wieder hergeholt hat, um dich dann aber wieder wegzuschicken, dann könnte der Münzkönig auch durchaus in deiner Hoffnung liegen. Ja, denn dann könnte es sein, dass du dir einfach einen Mann wünschst, der schon bei sich angekommen ist. Denn der Münzkönig, der wird ja oftmals so ein bisschen als der Buhmann, der Gefühlsklärer, ja, abgetan. Aber das ist er natürlich nicht unbedingt, ja. Also die Erdenergie ist ja überhaupt nicht negativ. Die Erdenergie ist nur ein bisschen kopflastig oft,
Ja, bis ein Erdzeichen wirklich spontane Entscheidungen trifft, seinem Herzen folgt, feurig seiner Leidenschaft folgt, da bedarf es ein wenig Wartezeit, ja. Und trotz allem hat die Erdenergie natürlich auch viele Vorzüge, denn wenn sich so ein Mensch einmal entschieden hat, ja, dann ist er sehr verlässlich. Das ist ein Mensch, der ja, sehr, sehr fürsorglich ist, ja, der sich gut um Heim, um Haus, um seine geliebten Menschen kümmert. Also das ist ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, ja, und es könnte durchaus sein, dass das auch in deinen Hoffnungen liegt, wenn es für dich darum geht, dein Herz wieder für eine neue Liebe zu öffnen. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt noch hier für eine Karte empfangen dürfen. An der Stelle hier oben frage ich, wie könnte das für dich denn jetzt weitergehen? Wir wagen schon mal einen Ausblick in Richtung August. Da fallen auch wieder zwei, die sieben Schwerter und die Welt. Wow, meine Lieben, also das Tarot ist heute mein Freund. Ja, sehr, sehr mitteilsam. Die sieben Schwerter für Lügen, für Betrug, für Selbstbetrug und die Welt für das Ende eines Zykluses. Wieder ein bisschen in zwei Richtungen gedeutet, wenn du für deinen Seelenpartner schaust, könnte ihm im Juli sehr bewusst werden, dass er sich in seiner aktuellen Lebenssituation entweder selbst belügt, vielleicht ist er als Münzkönig noch in einer anderen Beziehung oder in einer Lebenssituation, in der er glaubt, bleiben zu müssen, ja, aber es könnte ihm zunehmend bewusst werden, dass das nicht der Fall ist, dass er sich da was vormacht, dass man alles zum Abschluss bringen kann, wenn man merkt, das steht der eigenen Lebensfreude, dem eigenen Lebensglück im Wege. Ja, also das ist schon krass. Hier hört jemand auf, sich selbst zu belügen. Ja, so nehme ich das wahr. Vielleicht hat sich dein Seelenpartner auch bislang aus der Angst heraus, aus der Angst, dieses tiefe Gefühl, ja, das ja eine Seelenverbindung mit sich bringt, nicht spüren zu wollen, zurückgehalten. Und er merkt aber, dass er sich damit selbst belügt. Das könnte natürlich ausgelöst werden durch dein Finden hinein in deine Kraft, ja. Ein Neubeginn deinerseits, dass du dich vielleicht wirklich komplett zurückziehst, dass du neue Dinge in deinem Leben startest, ja, dass du vielleicht sogar nach außen hin sehr, sehr selbstbewusst jetzt auftrittst, dich vielleicht sogar mit jemand anderem mal verabredest. Das könnte schon diesen Turm auslösen, ja, dass er hier spürt, wow, ich mache mir die ganze Zeit selber vor, ich könnte diese Frau vielleicht vergessen, ich könnte diese Frau in der Vergangenheit lassen, aber das geht nicht, ich kann hier nichts zum Abschluss bringen. Ja, sehr interessant. Aber wenn es für dich darum geht, dich selbst wieder zu öffnen, könntest du das Gefühl haben, dein Leben geht an dir vorbei, wenn du dein Herz weiterhin verschließt. Ja? Vielleicht kommen da so Gefühle auf im Juli wie, eigentlich mache ich mir selber was vor, wenn ich von der Liebe davonlaufe. Ja? Und ich muss die Vergangenheit und vielleicht auch die damit verbundenen schlechten Erfahrungen zum Abschluss bringen, um mich wieder neu einzulassen. Sonst betrüge ich mich selbst um mein Glück. Ja, Liebe braucht Risiko, meine Lieben, immer. Wenn wir lieben, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir sagen, ich gebe jetzt jemand anderem die Möglichkeit, mir wirklich nahe zu kommen, ist es immer mit dem Risiko verbunden, vielleicht Verletzungen zu erleiden. Aber ohne das können wir natürlich auch das Glück, die Liebe, die Leidenschaft, die Nähe, die Wärme einer Partnerschaft nicht erleben. Und vor allem, wenn wir aus vergangenen Erfahrungen heraus unsere Zukunft manifestieren, dann ziehen wir, so paradox es klingt, immer wieder gleiche Erfahrungen an. Ja, wenn ich heute mit der Angst hinausgehe, vielleicht auf jemanden zu treffen, der wieder sehr tiefe Wunden in mir aufreißt oder antriggert, dann ist die Chance, dass es genauso kommt, schon recht groß. Ja, ich erinnere da immer sehr gerne an Jesus und sein wundervolles Zitat, dir geschieht nach deinem Glauben. Und vielleicht wird dir das bewusst im Juli, dass es sich lohnt, an die Liebe, an das Gute zu glauben.
Ja, wir fragen mal noch nach einem Rat der geistigen Welt. Was hält die geistige Welt für dich jetzt an Rat bereit? Das ist ein Rat. Ja, die geistige Welt sagt, du bist hier noch am Abwägen. Ja, das wird im Juli eine Zeit sein und das passt sehr, sehr gut zu dem, was ich jetzt hier wahrgenommen habe, wo vielleicht noch nicht wirklich eine Entscheidung getroffen wird, wo aber schmerzliche Erkenntnisse gewonnen werden. Vielleicht ist die Energie noch ein wenig schwankend, ja, aber was ich hier auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass man bestimmte Gefühle, und das ist vor allem auch die Sehnsucht nach Liebe, nicht mehr unterdrücken kann. Und ich glaube, dass da dieser Neumond im Krebs, der gestern stattfand, den Startschuss gegeben hat. Ja, denn in dieser Woche, ich weiß nicht, ob du es auch so spürst, ist sehr, sehr schwer, Gefühle zu unterdrücken, Emotionen nicht zuzulassen. Ja, da kommt gerade bei diesen Kopfmenschen ja vieles an die Oberfläche, was bislang unter Verschluss gehalten wurde. Und da sagt die geistige Welt, ja, nimm dir die Zeit, wäge ab, guck immer wieder in dich hinein. Was möchte ich wirklich? Möchte ich hinter dieser Mauer sitzen bleiben? Ja, möchte ich mein Herz dadurch vielleicht zwar beschützen, aber belüge mich im Grunde selbst, weil ich mich dadurch auch sehr vieler Dinge beraube, nach der sich mein Herz eigentlich sehnt. Ja? Oder bin ich bereit, bin ich wagemutig wie der Page der Stäbe hier? Bin ich mutig genug, meiner Angst ins Gesicht zu blicken? Ja. Immer wieder auch in diesem Bewusstsein, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wie es mir geht. Ja, wir können auch nicht sagen, ich treffe auf jemanden und der enttäuscht mich und dann ist der schuld, dass es mir so schlecht geht. Letztendlich ist es eine Frage des eigenen inneren Zuhauses, wie sehr mich eine Erfahrung im zwischenmenschlichen Bereich aus meiner Mitte katapultiert. Hierzu wird es im Übrigen demnächst einen Vortrag über Zoom von mir geben. Wenn du in die Verteilerliste möchtest, schreib mir bitte eine WhatsApp, denn meine Zoom-Meetings, Vorträge und Workshops gibt es immer nur im Telefonspeicher übers Handy. Was liegt hier unten? Die Gerechtigkeit. Karma. Die Gerechtigkeit sagt dir, du allein bist deines Glückes Schmied. Es gibt niemanden, der dich glücklich oder unglücklich machen kann, wenn du es nicht zulässt. Ja, das ist sehr, sehr, sehr passend zu dem, was ich gerade zum Schluss gesagt habe mit diesem inneren Zuhause. Die Gerechtigkeit sagt dir auch, du bekommst das, wonach du rufst. Ja, also rufe danach, Liebe, Glück, Fülle, Freude in dein Leben zu ziehen. Ja, sei mutig, mache dein Herz auf, dir wird Gerechtigkeit widerfahren. Meine Lieben, wir können Entscheidungen, ja, das passt sehr gut zu den zwei Münzen, immer nur aus Angst oder aus der Liebe heraustreffen. Und diese Zeit, in der wir leben, ist extremst dafür prädestiniert, Entscheidungen aus der Liebe statt aus der Angst herauszutreffen. Gerade weil so viel Angst im Kollektiv herrscht, weil auch von oben so viel Angst geschürt wird. Und von oben meine ich nicht die geistige Welt. Ihr wisst, wen oder was ich meine. Ja? Sehr viele Menschen haben nichts anderes im Sinn, als das Kollektiv in Angst und Schrecken zu halten. Und deswegen ist es gerade in unserer jetzigen Zeit so unglaublich wichtig, unserem Herzen zu folgen, das Herz aufzumachen, das Risiko einzugehen, zu lieben. Wir können nicht verlieren, wenn wir lieben. Wow, meine Lieben, wieder habe ich das Mondlacht-Lenormand hier liegen und habe es nicht gebraucht. Ich fühlte mich nicht hingezogen zu Klärungskarten. Das Tarot hat auch in diesem Teil wundervoll mit uns kommuniziert. Ich hoffe natürlich, es waren ein paar hilfreiche Impulse für dich dabei. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns kommuniziert, ja, wenn wir auch sehen, wie sehr geht ihr in Resonanz mit dem, was wir hier tun. Und dafür bedanken wir uns von Herzen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Donnerstag und freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen, meine Lieben. Bis bald. Tschüss.